Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mad Nords Probably an Epic Quest. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind jetzt bei der Hexe und schauen mal, was sie uns zu erzählen hat. Wir können auch mit dem Schwein reden, wenn wir wollen. Wer wollte noch denn noch nie mit dem Schwein reden? Scheinbar können wir das nicht. Interessant. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nach oben geht's nicht weiter. Okay, dann schauen wir mal. Miau, miau, miau. Bist du eine... Nein. Verzauberte Katze. Loyanda, Iolanda, Iolanda. Sei gegrüßt, Reisender. Brauchst du irgendwelche okkulten Dienste? Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Fragen wir sie erstmal, was sie im Angebot hat. Ich kann dir die Zukunft voraussagen und dir mehr über dein Schicksal erzählen. Für diese Wunder möchte ich nur 50 Münzen haben. Mal schauen, was die kann. Let's do it! Sobald dein Geld verschwunden war und den, sobald sie das Geld genommen hatte, fangen ihre Augen an zu leuchten und ihre Stimme klingt komisch. Du wirst sterben! Das läuft uns kalt den Rücken runter. Wann? Wie wird es passieren? Ihre Augen hören auf zu leuchten und ihre Stimme wird wieder normal. Nun ja, du wirst alt werden. Vielleicht. Was für eine Vorhersage ist das denn? Das ist alles, was ich sehen konnte. Vielleicht magst du es oder nicht. Es geht mich nichts an. Sie zeigt mit dem Finger auf auf den Zettel an der Wand. So. Darauf steht keine Rückzahlung. Bezweifle bloß nicht mein Talent. Beruhig dich, ich gehe ja schon. Wow. Alles, was wir in diesem Spiel machen, wofür die Leute Geld haben wollen, das ist alles ein Griff ins Klo. So, jetzt fragen wir sie aber mal wegen Mosch. Du bist nicht der Erste, der herkommt und nach Mosch fragt, Fremder. Ich werde den Fluch nicht entfernen. Der dicke Idiot hat mich beleidigt während unserer letzten Weissagungssitzung. Wirklich, was ist denn passiert? Ich bin nicht nur eine ordinäre, niedrig begabte Stadthexe. Ich bin eine professionelle. Ja, und er hat mich beleidigt. Weißt du, warum er das getan hat? Weil ich vorhergesagt habe, dass er okay, ich übersetze es mal so, dass er sehr stinken wird in der Zukunft. Ja, den Spruch kennen wir ja schon. Vergib ihm, jeder kann einen Fehler machen. Hör auf, ich will mir nicht mehr diesen Blödsinn anhören. Verschwinde oder ich verfluch dich auch. Sie fängt an, den Spruch zu beschwören. Beruhig dich, ich gehe ja schon. Gute Entscheidung, Fremder. Aber wenn du jemals wieder eine Zukunftsvorhersage benötigst, kannst du gerne herkommen. Ja, am Arsch. Das war ja... Nee, kein Interesse. Das war ja... Super. Mann, Mann, ich verpulver hier die Kohle. Für irgendeinen Quark. Yep.
Jetzt ist natürlich nur wieder die Frage, wo zum Geier. Ich glaube, ansatzweise weiß ich noch, wo der war. Aber auch nur ansatzweise. Moment, hattest. Nö, du warst es nicht. Nein, der war ja in einer von diesen vier Hütten. Müssen wir denn zu ihm zurück? Da geht's schon mal nicht weiter. Wo war das denn gleich nochmal? Hier nicht. Nein. Hier unten, glaube ich. Oder? Ich glaube, ich bin hier falsch, aber hey. Ja, ich bin hier falsch. Aber Ralf, was war denn nochmal mit Ralf? Nein, ich will dir nicht zuhören. Ich muss Mosch finden. Ja, wo war der nochmal? Hier aber auch keine Stadtkarten gibt. Hier schon mal nicht. Ich schau mal ganz kurz, was sagt denn jetzt die aktualisierte Quest? Smell out of hell, genau. B-b-b-b. Franz, wir suchen einen Franz. Eieiei, wer war denn das nochmal? Wer war das denn nochmal? Da, Franz, genau, der war das. Ich konnte nicht dafür sorgen, dass die Hexe den Fluch aufhebt. Da muss ich wohl jemand anderen anwerben, der den Job erledigt. Quest failed. Okay, kann man das denn auch schaffen? Also wenn da steht Quest failed, dann muss es ja auch eine Möglichkeit geben, das zu erledigen. Ach genau, hier waren die Hütten. Nee, das, die zweite Hütte, genau, die war das. Ah, er hat nicht erwartet, dass wir ihm helfen können. Sieht so aus, dass er sich daran gewöhnt. Ist nicht so schlimm, wie es anfangs schien. Danke für den Versuch. Pass auf dich auf, Mosch. Sonst wirst du noch gemoscht. So. Ich will jetzt aber unbedingt noch mal auf diese verdammte Plantage. Und schauen, wie. Nein, das war falscher Knopf. Wie man denn in diese Hütte da reinkommt. Das kann doch nicht so schwer sein. Okay, hier gibt es ja nichts weiter. Sonst noch was? Nein, nada. Okay, da geht's wieder. Nee, Moment, da geht's wohin? Genau, da geht's hier hin. Ja, und dann hier unten. Da ist auch nichts weiter zum Anklicken. Okay, dafür brauche ich definitiv einen Schlüssel. Aber woher, wo gibt es denn den Schlüssel? Jetzt fängt das wieder an.
Der muss ja schon irgendwie eigentlich im Verlies sein, oder nicht? Weil sonst wäre das doch ziemlich sinnfrei. Hier sind nur Schalter, Kisten, kann ich nichts mitmachen, gibt's nichts. Gibt nichts. Ja, schön. Ja, wie geht das blöde Ding wieder auf? Ach, nur mit dem Schalter. Okay. Die Musik verfolgt mich bald in meine Träume, wenn das so weitergeht. Warum gibt es von diesen Dungeons irgendwie keine Karte? Es muss doch hier die Möglichkeit geben, da irgendwie weiterzukommen. Gibt's da irgendwas? Nee. Kiste. Kann ja noch mal einen Blick in die Kiste werfen. Aber da war auch nichts mehr drin. Und wenn, dann hätte ich es rausgenommen, wenn da was gewesen wäre. Nee, ist nichts. Das ist unser Zeug. Tja. Ich würde gerne mal in der Hauptquest vorwärts kommen, aber das funktioniert irgendwie nicht. Wofür ist der Schalter eigentlich da? Ach, dafür, okay, ja. Ich verstehe, oder auch nicht. Ach nein, jetzt fängt der Mist hier wieder an, ey. Das gibt's doch nicht. Das ist echt ganz schön nervig, dass man immer hin und her laufen muss. Nö, das war auch nicht. Aber auf der anderen Seite, ich war ja überall. Nein. Ich glaube fast, das hier ist Zeitverschwendung. Aber hey, ich habe ja alle Zeit der Welt. Ich weiß ja nicht, wie es mit euch aussieht, aber ich kann hier immer hin und her laufen. Nein, 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 nein. Aber ich würde trotzdem gerne mal irgendwie sowas wie Fortschritt sehen. Und zwar nicht nur bei den Nebenquests. Das wäre nämlich ganz nett, mal so zur Abwechslung. So. Ach, herrje. Nee, das ist mir jetzt zu doof. Ich gehe jetzt wieder hoch. Ich schaue noch mal bei den anderen vorbei. Ich habe das ja schon mehrfach hier alles abgesucht. Hm.
Das ist halt auch so eine Sache. Ich kann ja gleich noch mal ins Questlog schauen, was da steht, aber questtechnisch dürfte da eigentlich nichts mehr stehen. Dü-dü-dü. Ja. Ja, das ist auch nicht gerade hilfreich. Wir haben das hier ja besucht. Gurkenplantage. Nein. Ja. Ich weiß nicht, ob Maussteuerung hier auch die beste Idee für sowas ist. Ja, schön und gut. Aber das war ja schon alles wieder. Nein, oder müssen wir wieder zurück in die andere Stadt? Ah, dann wäre ja eigentlich nicht das Quest-Ausrufezeichen da, oder? Ach, ich probiere das jetzt einfach nochmal. Ich gehe nochmal in die Stadt zurück. Dann schauen wir mal, ob es da irgendwas Neues gibt. Okay, wo wollen wir denn mal hin? In den Wald von Ir. Da können wir zum Beispiel. Waren wir da schon? Ich weiß jetzt gar nicht. Monsterlair, da waren wir schon. Gehen wir mal in den Wald von Ir. Ja, doch, hier waren wir schon. Ja, doch. Ich erinnere mich. Was war denn hier noch mal genau? Ach ja, genau, das war das mit dem Alchemisten. Mehr gab's hier auch nicht. Okay, können wir sonst noch irgendwo hin, wo wir noch nicht waren? Was ist denn zum Beispiel, obwohl erstmal zurück nach Dangwil. Schieß doch. Ha, geblockt. Oh, das könnte etwas länger dauern. Ach, er haut zweimal zu, okay. Ja, das funktioniert noch nicht so ganz. Ja, der hält schon ein bisschen mehr aus. Er hat wieder ein paar Items fallen gelassen. Was haben wir denn hier Tolles? Nee. Was ist das? Nö, das ist auch nicht unbedingt das, was ich mir erhoffe. Jim. Jim. Ach ja, das war der mit der Tür. Was ist denn hier mit dem Bauer? Hast du irgendwas zu sagen? Nee, der Sohn hat wahrscheinlich auch nichts zu sagen. Ist was beim Schmied? Ah, eine Kiste. Na, wenigstens hat sich das gelohnt. Fork of Doom. Okay, die nehme ich mal mit. Mal sonst.
später wieder. Fred. Ja, Fred war der Trunkenbold. Was war das? Ach ja, Major. Major, genau. Major, Bürgermeisterresidenz. War das nicht? Nee, wir kommen hier nicht, gar nicht zu ihm durch. Können wir uns an ihm vorbeischleichen? Nee, können wir nicht. Okay. Das könnte echt ein langes Let's Play werden. Nee, da gibt's auch nichts. Unicow, alles klar. Die Einhornkuh. Da hatte ich vorher gar nicht so drauf geachtet. Merchant, Händler John. Nein. Nö. Glenn hat auch nichts weiter zu sagen. Merchant Dan. Ja, okay, ich bin jetzt ein wenig ratlos. Händlergilde, Hauptquartier. Ja, der hat auch nichts Neues zu erzählen. Aber da ist noch eine Kiste, immerhin. Was ist in der Kiste? Okay, 100 Gold. Ah, nee, das ist, bringt auch nichts Neues hier. Was tun? Obwohl, ich kann ja jetzt schon mal schauen, ob ich woanders hingehe. Was gibt es denn hier noch so? Vorres von hier. Waren wir da schon? Ach, geblockt. Wo ist nochmal zu hauen? Dann ist da Geschichte. Jawohl. Haben gleich schon wieder ein Level ab. Was steht auf dem Schild? Aha, okay. Sichere Unterkunft. Wesley. Ich bin seit ein paar Wochen unterwegs. Mir ist das Essen und das Wasser gestern aus, das zu trinken gestern ausgegangen. Gut, dass ich hier auf dieses, auf diese Kneipe gestoßen bin. Und schau hier. Sie haben einen Brunnen voll kostenlosen Wasser. So dumm, dass man aber noch für Essen zahlen muss. Okay. Interessant. Oh, abgeschlossene Kiste. Wie es allerdings hier weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Obwohl wir keinen wirklichen Fortschritt gemacht haben, hoffe ich, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Also lasst mir einen Daumen nach oben da und schreibt einen netten Kommentar. Bis bald!